Lassen Sie sich überraschen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Gruppe Winterstädtedorf. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir von der Volkstanzgruppe Winterstädtedorf freuen uns riesig, endlich mal wieder Bühnenluft schnuppern zu dürfen. Und als Eintanz haben wir Ihnen präsentiert den Hohenloher Galopp. Wir machen weiter mit einem schönen, gemütlichen Landler. Den haben wir aus Rehberg ausgeliehen, also aus dem Bayerischen Wald. Dann geht es ein bisschen flotter weiter. Die Bandoneon-Polka kommt dann als drittes. Da haben wir auch eine richtig schöne flotte Polka und wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Man sieht, sie hat sich jetzt schon warm tanzt, aber gut, so kann es weitergehen nach jeder Tanzrunde. Nein, aber ganz toll bei diesen Trachten, wenn man das gesehen hat, es gab wohl Leine in der Gegend, hat man Flachs angebaut und da hat man dann natürlich das Material zu dieser wunderbaren Jacke, Joppe, Mäntel verarbeitet und ich gehe davon aus, dass das eure Kirchgangjacke sind, genau. Sonntagskittel, danke. So, viel Spaß.
Mitgebracht, meine Damen, meine Herren. Und wir machen jetzt einen kleinen Abstecher über den See rüber. Die nächsten beiden Tänze, die kommen aus der Schweiz. Und der erste ist auch ein sehr bekannter Volkstanz, heißt Nagelschmied. Auch wieder ein schöner, ja, anschaulicher und flotter Tanz. Und verabschieden werden wir uns dann mit dem Seppel. Auch wieder ein wunderschöner Volkstanz. Viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
sie hat es auch genossen, weil das ist einfach das, was uns gefehlt hat. Der Applaus, die Bühne, das Auftreten, ich weiß gar nicht, ob sie es gemerkt hat. Die Bühne schwankt, also das war nicht mir, also ja nicht zu tief ins Glas guckt, aber wenn da scheinbar das Schiff nicht vorbeifahrt, dann hat man da richtig Seegang. Und dann hören Sie ganz viel über die Egerer Trachte, die sehr, sehr viel Geschichtliches zu bieten hat. Vielen Dank. Danke, dass du immer mithilfst, wenn irgendwas zu tun ist. Wenn man Eger fragt, ist sie immer da. Danke. Sehr gerne. Ich darf Sie auch im Namen der Egerländer Kmoi in Baden-Württemberg herzlich begrüßen und Ihnen ein bisschen das Egerland vorstellen anhand der Trachten. Ganz besonders begrüßen möchte ich unseren Landesfürsteher, den Matthias Rödel, da hinten. Schön, dass du da bist. Ich würde einfach mit der bekanntesten der Trachten, der Egerer Tracht, beginnen. Die besteht aus einer Bluse, die oben mit blau und roten Stickereien verziert ist, gelb und blau, und ein grünes Mieder hat. Man trägt auch teilweise noch blau oder braunes Mieder. Daran konnte man früher erkennen, aus welchem Dorf die Tracht stammt. Drunter, vorne die Tracht schlicht getragen und hinten ist der Lebensbaum zu sehen, der anzeigt, ob die Frau verheiratet ist, wie viele Kinder diese Frau hat, wo sie aus welchen Verhältnissen kommt. Unter dem Lebensbaum sieht man noch der Guckgaubandel, das ersetzt die Schürzenbänder, die bei der Karlsbader Marienbader dabei ist. Drunter wird ein roter Rock getragen mit einer schwarzen Schürze. Und ein Wolltuch wird drüber gelegt im Kreuz und eine Kopfbedeckung wird mit einem Nevitzerknoten gebunden, wenn es nicht ganz so warm ist. Die Bluse wird von den Knavrich gehalten, die in Gelb, Blau und Schwarz bestickt sind. Und manche sind die Hand bestickt und haben eine gehäkelte Spitze daran. Die Elli, die trägt die Karlsbader Tracht und diese wurde in den Gebieten Falkenau, Ellenbogen und Karlsbad getragen. Sie hat an der Bluse zwei Spitzen dran, eine Doppelspitze, die man auch wieder an den Puffärmeln findet. Das Mieder ist mit einem sogenannten Bauernband bestickt, das sieht man hier vorne, was sich dann wieder auf der Rückseite an der Schleife findet. Die Tracht wird mit Goldbirnen, Pailletten und Perlen reichlich bestickt und daran wird auch so ein bisschen der Reichtum der Familie klargestellt. Unter dem Mieder wird ein Tuch mit Franzen getragen. Der Rock ist zweifarbig und meist zeigt die Schürze ein Blumen- oder gestreiftes Karomuster auf. Auf der Rückseite wird kein Lebensbaum gezeigt und genau. Und vorne wird sie mit dem sogenannten Hosenodoldra oder dem Gehänge getragen. Wir haben jetzt hier drei Männer, die eine braune Jacke tragen und wundervoll ein Deichel. Die Männertracht wurde vereinheitlicht und oft werden Stiefel oder Halbschuhe zu den berühmten Batzerstrümpfen, die alle tragen dazu, die werden handgestrickt. Eine schwarze Stoff- oder Lederhose und das bekannteste ist eigentlich das Geschirr, was ganz stolz auch den Hosenodoldra präsentiert. Der Floderer, wenn ihr euch jetzt mal umdreht, hat hinten einen sogenannten Holzstoß. Und daran konnten dann die Männer auch präsentieren, wie viel Reichtum eben in der Familie liegt. Umso mehr Falken, umso reicher der Bauer. Genau. Die Männer hier tragen alle ein schwarzes Band. Das zeigt, dass sie verheiratet sind und somit die Trauer tragen.
Und wenn man sich jetzt bei dem Matthias mal da hinten anguckt, der trägt noch ein rotes Band und zeigt somit, dass er nicht verheiratet ist. Herzlichen Glückwunsch übrigens zur Hochzeit. Genau. Ich selber trage eine Marienbadertracht, die wird ähnlich auf, sieht ähnlich aus wie die Karlsbadertracht, wird nicht allzu hoch geschnitten und hat vorne Zwickelreihen, die man reichlich bestickt hat und mit Goldzirten verbunden hat. Bei der Frau ist es noch so, dass man sieht, ob sie verheiratet ist oder nicht, indem man eine weiße Haube trägt oder eine goldene Haube. Die goldene Haube zeigt, ob man verheiratet ist oder nicht. Wir bedanken uns ganz herzlich. Ja, meine Damen und Herren, das war also die Egerländer Bräu aus Stuttgart. Ihr seid fertig? Ja. Wunderschön. Herzlichen Dank, dass ihr uns die schöne Egerländer Tracht ein bisschen näher gebracht habt und ihr kriegt jetzt noch einen musikalischen Ausmarsch. Besonderes, dass eine Trachtengruppe oder eine Volkstanzgruppe so eine tolle Musik dabei hat, so Blasmusik. Und Gott sei Dank dürfen wir wieder blasen. Super, herzlichen Dank. So, und neben mir steht der Dieter, das ist der Chef, oder? Nee, der Sklave. Der Sklave, also so ähnlich wie ich. Deswegen, dann passen wir zusammen. Jetzt gebe ich dem Wolfach, Moment, ich gebe dem ein anderes Mikrofon, Technik Gottes, ja? Corona-konform kriegt der anders Mikro als das in Lina-Schwätz. Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen vom Trachtenverein Lustburg, Nordschwarzwald, 5 Kilometer von Freudenstadt weg. Stellen wir mal kurz die Tracht vor, ein paar vor. Die Tracht im Schwarzwald ist eine typische Flößentracht. Lustburg war eine arme Gemeinde, Wald gab es übrigens genug. Als hat man geflößt in früheren Zeiten. Durch das ist diese Tracht entstanden 1908. Es gab schon früher Trachten, aber da wurde dieser Verein gegründet. Man sieht ja, das Schönste an der Tracht ist der Mann. Sieht man doch deutlich oder nicht. Stellen wir die Frau vor, sie hat eine sogenannte Brautkrone auf oder Scheffel. Gewicht 2 bis 3 Kilo. Das soll was heißen, wenn sie in Stuttgarter Vase
mit dem Laufen müssen, sagen wir Kilometer weit. Deswegen sind unsere Frauen aber hinter alle, wenn sie älter werden, kein Hals mehr. Den drückt es einfach zusammen. Das Besondere an dieser Tracht ist der Rock. Dieser Schutz, und zwar war es so im Schwarzwald. Sie müssen sich vorstellen, Internet gab es noch nicht. Du als Mann, du suchst irgendwo eine Frau. Und der Druck hat, dieser Druck hat einen Vorteil. Jeder Hof hat eine andere Farbe. Man sieht blau, grün, rot und so weiter. Und jetzt gehst du auf die Bussage. Und du weißt genau, der Hof mit dem roten Rock, da ist Geld hinter, da rentiert es. Die Blaue, das kannst du vergessen, die nehmen keine Kohle. Also bleibst du weg. Das zweite ist, der Rock ist aus Wiefling. Wiefling hat früher Flachs. Es gab im Schwarzwald viel Flachs. Dreht ihr mal. Diese Rücken sind gefaltet und dementsprechend bis zu 7 Meter Durchmesser. In diese Dinger. Heute ist es schwierig, Wiefling zu kriegen, wie in Deutschland fast nicht mehr angeboten. Kommt bei uns aus der Tschechei vorwiegend. Und in Frankreich, Belgien wird diesen sehr viel angeboten. So, der Brautkrone noch. Diese Scheppel werden heute nicht mehr gemacht. Es ist sehr schwierig, die zu nachbauen und so weiter. Es gibt bei uns in der Firma, die ist die Aburg weltgrößter Spitzmaschinenhersteller und hat sich da etwas bereits erklärt, diese Dinger zum Nachdrücken oder Nachfertigen dahin. Ohne das wäre es fast unmöglich, das Ding zum Herstellen. Aber jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt machen wir einen Tanz. Da mal, dass die Jugend, die ist, bei uns haben wir die Scherzscher, die wollen trennen. Also zurück ins Lied.
meine Damen und Herren. Und da haben Sie auch jetzt gesehen, dass auch Menschen mit Behinderungen noch bei uns mitmachen. Unser Charlie, das ist so ein altgedientes Schlachtwurst, der Schwindigkeit immer noch hervorragend. Gell? So, jetzt kommt der sogenannte 7. Sprung. Da sehen wir mal, wie wir unsere Frauen im Schwarzwald lieben, verehren, vergüttern. Also das geht so richtig ins Gemüt. Auf geht's. Dazu sagen, so ein 7-Sprung, das ist so ein bisschen ein ganz großes Juwel von unserer volkstümlichen Tanzüberlieferung. Das sind ganz alte Tänze, manche sagen, es sind Fruchtbarkeitstänze. Man hat die Fruchtbarkeit in den Boden hineingestampft, aber es ist natürlich auch öfters dann in Spielformen übergegangen und ich glaube, es war ganz eindeutig, wer am Schluss die Oberhand behalten hat. Gell? Und so kehrt sich's. Thank you.
Ja, ein ganz herzliches Dankeschön der Drachentruppe Lustburg mit ihrer hervorragenden Bläserkombo. Schön erspielt, eine richtige Ohrenfreude.